Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu den Waldmeistern, meine lieben Freunde. The Forest steht wieder an. Wir sind hier wieder live dabei, mitten im Wald. Leute, wir kommen wieder nicht voran. Überall Zombies, überall Sprengkörper, aber wir versuchen unser Bestes. Hallo Mene, hallo Zwiebelbeter. Hi, der Zwiebel sollte schon wieder neu anfangen. Ja. Oh, da ist eine Rieseninsel. Ja, Alter, da sind wir gerade hergekommen. Ernsthaft? Ja, Mann. Okay, dann fahren okay, wir mal. Okay, in der letzten Folge haben wir erlernt, haben wir was Neues erforscht. Wo ist es? Den Cliffhanger noch aufzulösen. Genau, hier, da, den sogenannten Reiniger. Also genau. Hier, Rilli, wird er wahrscheinlich Cleaner oder sowas heißen. Sollen wir gerade pennen gehen auch, während du jetzt... Ja, wir gehen pennen. Wasser auf einmal reinigen. Und braucht keinen Treibstoff, genau. Sehr, sehr nice, das Ding. Das heißt, wir können gleich unsere blöden Destilliermaschinen wegmachen. Naja, gleich nicht so. Wir brauchen viermal Sand dafür ein. Also viermal Glas. Viermal Sand? Viermal Glas. Eines ist oben drin. Nee, nicht mehr. Das habe ich ja genommen, um das Ding zu erforschen. Nee, da habe ich ein neues rein. Ach so, hast du schon. Okay. Ja, ja, das schmilzt schon vor sich hin. Nice. Na, aber... du alter Griefer, ey. Ah, aber echt, ey. So, ich trinke mal was. Hallo, ich möchte gerne an Bord. Danke. Ist das jetzt immer noch die Insel da? Ja. Nervt mich. Können wir jetzt mal weg von der? Wo denn? Wo siehst du die überhaupt noch? Ach, da hinten noch. Weit am Horizont. Ah, diesmal war es meins. Oder hast du das gekriegt? Bei der nächsten. Ich hab was gekriegt. Nicht. Warum? Drecksack, weil ich das haben wollte. Eine leere Flasche. Brauche ich 4 Kletterpflanzenklipper. Boah. Du, ich hab schon 2 davon. Ja, wir brauchen mehr Schmelzen, ey. Wir kommen ja hier nicht mehr. Der hat uns an, oder? Der tot? Nee. Baue ich noch eine Schmelze? Ich müsste eigentlich noch eine Schmelze bauen. Nee, über. Meinst du? Weißt du, wie das dauert? Das ist alles viel zu lange. Ja, die sind mega teuer. Wir müssen Klipper schmelzen, wir müssen Sand schmelzen, wir müssen Eis. Ja, das geht aber voll schnell. Hast du Materialien dafür? Nee. Nein, also. Also einmal Glas habe ich schon. Mir fehlen 6 Nägel. Okay, die kann man bauen. Ich habe 2 davon. Trockenziegel. Ich baue noch Trockenziegel. Das heißt weiterhin Sand und Lehm. Hat noch jemand Sand? Nee. Ja, der hat negativ. Der Baum hat wieder keine Samen gegeben. Wir haben jetzt keine mehr, oder? Doch. Habe ich schon reingepackt. Ich habe auf der Insel einen Baum gefällt und der gab Samen. Ich habe auch noch einen in meinem Inventar. Oh Gott, ich muss was essen. Und trinken. Die Netze leeren. Boah, fett. In dem einen waren bestimmt 5 oder 6 Planken. Hast du den Baum auch bewässert? Ja. Brauch mal schnell was zu trinken, Leute. Ja, da ist noch was drin. Hol dir. Ist drin. Wir wollen jetzt dir bewässerte Trinkdingpumps bauen, aber ist ja alles nicht so einfach. Da schwimmt ein Fass an uns vorbei. Wo? Wenn man die Netze als vorne sieht, was sie nicht sind, die sind rechts. Ich hab's schon. Hinten. Da kommt noch eins. Ja. Jawohl, danke, mein Freund, der Hai. Blöder Drecksack. Freund, der Hai. Eieieiei. So ein Arschloch. So, mein Paddel hat's zerrissen. Zerriesenhozis. Gönn dir. Fassweise. Das hätte sie nicht extra holen müssen, es wäre nämlich im Netz gelandet, aber egal. Eine rohe Rübe, lecker. Viele Vitamine und einsame Nächte. Oh, mal wieder eine Angel bauen, wäre nicht verkehrt, ne? Ah ja, siehst du, ich habe auch noch eine Angel. Raus mit dem Haken. Die ist bei Nahrung, ne? Nee, bei Werkzeug hier. Also ich versuche nochmal hier weiterzukommen. Seil, schon wieder Seil. Alles braucht Seil. Ein rohen Hering, lecker, lecker. Der bringt ja mal fast gar nichts, ne, der rohe Hering.
Der rohe Hering, nee, der bringt gar nichts. Nein, ich meine auch der gekochte Hering. Ja, der so. Gekochte, der bringt so ungefähr so viel wie eine Kartoffel. Nö. Hey Leute, ich habe jetzt hier 3 Glas in meinem Inventar, ne? Just saying. Echt? Geil. Ja, gut, wenn du es immer rausnimmst, was ich da oben reinpacke. Jetzt ich habe 3 Glas von meinem Inventar. Ja, nur warte doch mal, warte doch mal. Ich hab auch 3 von meinem geschmolzen. Really, hier, pass auf, ich hab... Du auch 3 Glas haben. Hier, nee, ich hab hallo, ich hab da noch ein Glas hingeschmissen. Nehmt euch so, das mal. Hab noch mal Seetang, der Prilli versucht noch eine Etage draufzusetzen. Also, wir können mir das Glas auch wiedergeben, dann baue ich das Ding jetzt. Wir hatten das Glas. Ja, ich hab's nicht. Dann gib her. Genau, bau mal diese neue Destille. Dann reiße ich aber einen davon ab, ja, von denen hier. Ja, das setzt doch erstmal daneben, obwohl hast du. Aber wie kann man die denn abreißen? Mit dem Beil, so wie den Baum fällt. Nee, X entfernen, warte mal. So, und jetzt bauen wir einen fortschrittlichen Reiniger. So, wo ist der jetzt? Da. Ich präsentiere fortschrittliche Reiniger. So. Flup. Kann man jetzt hier nicht hoch? Okay, da müssen wir jetzt auch Wasser rein. Oder was? Oh Gott. Ja? Ernsthaft? Ja. Blöde. Fuck, Leiter, willst du mich verarschen oder was? Oh, da passt aber richtig viel rein, ja. Ey. Guck mal, schön was reinpacken. Oh, nice one. Das ist cool. Das gefällt mir jetzt schon. Wie viele Tassen hast du da reingemacht? Auch 2? Ich glaube, ich habe 2 Tassen da reingemacht. Ich glaube auch. Also müssen es 4 sein. Ja. Cool. Da bin ich jetzt mal gespannt. Füll aber die alten trotzdem nochmal auf. Zumindest bis das Holz leer ist. Hat denn jemand noch Sand? Nope. Habe ich alles oben reingepackt. Okay. Hat aber schon wieder jemand rausgenommen. Meinen Seetang. Er hat meinen Seetang rausgenommen. War fertig. Ja, hätte ich gern. Brauche ich. Wie viel? Ich habe keine Planken mehr, ey, was geht? Ich habe auch noch 2. Also kannst du dir so ein Ding bauen, so eine Flasche, oder kannst du nicht bauen? Ich will mir so eine. Nee, ja, ich hab's vor. Ich versuche hier gerade den Seetank zusammenzufummeln. Ja. Damit ich die Flasche bauen kann. Den Behälter. Und mit dem Behälter dann halt die Sauerstoffflasche. Hi. Und die Flossen. Wo? Scheiße, mein Ding ist kaputt. Meine Axt ist kaputt. Nee, nicht meine Axt. Mein Speer. Ist ja nicht auf wo? Oh, jetzt hab ich. Au. Ich hab ja gefragt, wo und dann. Ja, sorry. Musste ich erst suchen. Ich glaube, ihr braucht was Wasser. Pflanzentechnisch. Warte, ich hab keine Planken mehr? WTF? Oh, das ist schon fertig. So, what? Da hinten ist ein Floß. Wo? Tatsächlich. Oh. Na dann. Kinder. 2. Und 2 Fässer. Okay. 3 passen rein. Übel. 3 Tassen? Okay. Ja. So. Ah, okay. Kann sich jemand mal die Fässer da schnappen neben uns? Ja, dann müssen wir hier die Segel aber runter machen. Ich habe keinen Anker zur Hand. Nee, alles gut. Ich glaube, wenn du den Segel runter machst und nur in der Strömung treibst, dann bist du nicht ganz so brutal schnell. Wir treiben aber jetzt dadurch, dass das Segel nicht mehr da ist, voll ab. Dreh mal das Segel. Kann man das eigentlich neu sein? Man hier eine Hängematte. Wir beklagen darüber, dass du das Segel genau falsch umgesetzt hast. Um zum Zwiebel zu kommen, muss es genau 180 Grad drehen. Wo ist denn das Zwiebel? Hier, hu. Au. Ich dachte zur Insel. Hä? Okay, komm zu dir. Hier säuft gerade, wartet mal. Hier unten ist ein abgesoffenes Floß. Hier waren wir bestimmt schon mal. Floß gewesen. Davon haben wir doch gerade gesprochen.
habe ich schon gelootet. Achso, das war alles klar. Kupferbarren. Batterie. Ah ja. Sollen wir jetzt eine Insel ansteuern? Eine große Muschel. Es gibt auch große Muscheln. Eine große Mupfel. Wenn wir jetzt eine Insel ansteuern, dann müssen wir so das Fluss hier hin machen, dass das hier an der Insel ist, wo ich jetzt draufstehe. Hä? Wo bist du? Da oben. Ah, okay. Ja, ja, ja. Machen wir. Versuchen wir. Was waren drauf eigentlich auf dem Floß? Drei Wasser passen rein, ne? Weingott. Wei und Planken. Was für Dinge? Das, was wir die ganze Zeit schmelzen. Ah, okay. Können wir Kokosnüsse noch erforschen oder so? Ne, habe ich auch schon versucht. Also man könnte übrigens mit deinem Kupferbarren, Brilli, könnte man eine Leiterplatte erforschen. Was bringt die? Und auch noch andere Dinge. Ja, eine Leiterplatte, die bringt dann zum Beispiel einen Empfänger, nötig zum Auffinden von Funksignalen in der Nähe. Ja, das bringt uns dann, zeigt uns dann, in welche Richtung wir müssen, um Inseln genau. und Flöße zu finden. Ich glaube, das wäre ganz gut, um dann hier nicht immer so planlos umzufahren. Aber muss man auch eine Antenne bauen und das kostet bestimmt. Ja, aber die Antenne braucht. Ich überhaupt Kupfer erforscht? Die Antenne braucht aber auch bloß eine Leiterplatte. Also von daher hätten wir schon zwei Sachen auf einmal. Hast du gemacht? Warte mal. Können wir mal was essen? Also der Wasserfred ist übrigens richtig genial. Der neue. Ja, das neue Ding, der ist richtig geil. Achso, ja, der ist richtig geil. Also ich habe jetzt einen mal erforscht. Ja. Das hier können wir lernen und das hier können wir lernen. Sehr gut. Und Antenne. Circuit! Circuit! Circuit, endlich! Antenne kannst du da auch lernen. Das ganze Spiel endlich mal einen Sinn hier. Circuit! Nee, die kann er jetzt noch nicht lernen. Erst müssen wir diesen Circuit oder also die Leiterplatte. Achso, stimmt, genau. Circuit. Und dann wieder in die Forschungs. Ah, ja. You are right, you are so right. Also ich glaube, Durst hat sich jetzt erledigt hier bei uns, war das Thema? Thema Durst sieht gut aus, aber das Thema Hunger ist immer noch ein großes Problem. Ja, scheiße, hab ich Salzwasser gesoffen, ich Idiot. Wir fahren in die falsche Richtung, nicht mit dem Wind, das ist nicht gut. Aber was blöd ist, wenn man es nicht ganz leer macht, füllt sich es nicht neu auf. Ja, du musst es einfach, wenn du die Taste so hältst, Rechtsklick machen, dann schüttet er sie wieder aus. Ja, ja, aber ich meine unsere... Ah, jetzt ist eins rübergeflossen. Ha! Volldarm voraus. Nett. Ach, liebe Freunde, hier, mitten am Meer sind sie, die drei. So. Können wir dann bei Gelegenheit noch so ein Ding bauen und die anderen beiden abbauen. Alleine sind die hier, ganz alleine. Manchmal ist ein Hai noch dabei. Ein Hai dabei. Heidi ho. Ich muss angeln. Brauchen wieder Fisch. Ja, angel du mal. Ich schnapp mir mal hier die Materialien. Was ist da oben eine Schmelze so am Start? Keine Ahnung. Da, ich schmelze Glibber. Ah, sehr schön. Ich hab wie gesagt auch noch drei Glibber. Hast du schon so eine Pulle? Nee, noch nicht. Ah, okay. Schmelze Glibber. Du kannst mir aber den Glibber ruhig mal geben, bitte. Ja, pass auf, der liegt hier. Da, hinter dir. Mähne umdrehen. Danke. Sehr gern. Die Frage ist, wie können wir unser Boot davor schützen, ständig vom Hai angeknabbert zu werden? Na, ich glaube, ich habe hier doch irgendwas gesehen mit... Ah ne, hier, genau, wenn du den Hammer nämlich in die Hand nimmst und dann bei Foundation guckst, ganz rechts außen, Fundamentrüstung, Metallbarren und Nägel. Ja, Metallbarren, ja. Die sollten wir erstmal anders nutzen, wenn wir die mal haben. Ah, da gibt's auch dreieckige Dinge. Da, so, dass wir unser Boot. Oh, hi. Ja. Oh, dieser Drecksack, ey. Weil, wenn wir uns den erstmal vom Hals hätten. Ja. Das wäre schon angenehm. Ein Fass. Ja, Zwiebel. Oh, jawohl. Die primäre Aufgabe, um Metall-Inglis zu verwenden. Wollen wir mal pennen gehen? Das stimmt. Das können wir erst machen, wenn wir sagen, ja, mal eine gewisse Menge an. Ja, wir gehen pennen. Nichts essen, gewisse, nichts trinken. Vorm Pennen gehen, das bringt, glaube ich, nichts. Nee, ich glaube auch nicht. Nee, man erholt sich beim Schlafen. Nee. Wenn man nämlich eine Hängematte baut, dann erholt man nämlich noch mehr, genau, beim Schlafen. Aber du hast halt trotzdem... Man hat doch mehr Hunger, als wenn man... Ja, aber deine Leiste unten füllt sich... Mal bei Hängematte. Ja, über die Nacht verteilt natürlich. Okay. Ja.
So. Vielleicht muss man nach oben irgendwie ran. Kriegt man vielleicht mehr. Naja. Ah, passt hier nicht hin, der Fisch ist zu groß. Der Fisch ist zu groß. Jetzt habe ich mal Palmseed. Für den brauchen wir leider einen größeren Grill, ja. Ja, den größeren Grill müssen wir mal bei Gelegenheit versuchen. Mach Scheiße, jetzt habe ich den rohen Fisch gefressen. Hä? Ja, ne? Was meinst du? Man muss das auch selber befüllen, oder? Was denn? Was? Ja, hier dieses neue Ding. Ja, aber da musst du hinten drei Dings reinmachen, drei Salzwasser und dann kommt vorne dementsprechend die gleiche Menge raus. Und das geht ziemlich zügig. Also klett. Ich dachte, wir könnten da vielleicht auch reinpinkeln. Ich glaube, so weit ist es dann doch noch nicht. Wie hießen die von Dune, Wüstenplanet, die Dremen, wa? Ne, Dremen, waren das die? Fremen, so rum. Ein Fremen-Anzug. Redest du da? Kennst du nicht Dune, der Wüstenplanet, Mann? Ich. Natürlich kenne ich. Also, und die Wüstenbewohner waren doch die Fremen und die hatten nur so einen Anzug. Boah, das weiß ich wo doch. Wo sämtliche nicht. Körperausscheidungen wieder in... Da hinten ist eine Insel. Dann hin da. Ich glaube, da treiben wir eh gerade drauf hinzu. Wir brauchen auch mehr Lagerplätze, das ist zum Mäusemelken. Ja, können wir nicht, was brauchen wir denn für die besseren Lagerdinger? Oh, ich brauche auch mehr Seetang. Fuck, 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 fuck. Fuck, fuck, fuck! Die Bullen, Alter! Genau. Die Bullen. Seetang. Wo ist die blöde Insel? Da vorne ist sie. Wo? Da. Hm? Ja, treiben wir drauf zu. Yes, ja. Looking good. Aber wir treiben, glaube ich, ein bisschen dran vorbei, oder? Nee, ist okay. Also ein bisschen weiter vielleicht nach links. Ja. Nach links? Wir sagen nach rechts. Ich würde sagen, einfach dran. Ach so, okay, ja, doch, von dir. Ach so, nee, wir müssen ja mit diesem Podest gut treffen, ne? Genau. Ja. Wobei, die sieht so aus, als könnte man vielleicht von einer Ebene auf die andere kommen. Nein, da kommt man bestimmt nie hoch. Ich habe Durst. Alter, wie viele Podeste braucht man denn für die? Da braucht man noch ein Podest mehr. Zwei mindestens, wahrscheinlich. Mindestens, ja. Oh Gott. Da kannst du noch ein bisschen bauen. Geh mal ausguck. Hä? Mach doch mal da rein, Mann. Knock grad aus! Meine gerade aus! Wenn ihr noch weiter, wenn wir jetzt, warte mal, haben wir ein Paddel? Ja. Wenn wir jetzt weiter nach links paddeln, krass nach links müssen wir. Krass nach links? Kommen wir vielleicht auf die nächste Ebene. Krass nach links liegt an. Ja. Ja, haben wir einen Anker? Haben wir einen Anker? Hat jemand einen Anker? Wir haben weder... Weiter paddeln! Nein, noch ein Stück. Ja, ja. Wir haben keinen Haiköder, wir haben keinen Anker, wir sind total... Anker kann ich schnell bauen. Kann ich nicht bauen. Kommt man da trotzdem nicht hoch. Reicht nicht. Ich könnte einen bauen. Dann bau einen. Reicht nicht von der Höhe. Leider. Ja, müssen wir weiter nach rechts. Das war auf. Da bist du schon drüben. Okay. Wow. Ich bin voll. Wir brauchen noch keinen Anker. Der Wind treibt uns doch gegen die. Plätsche, Platsche. Hai kommt. Ich hasse diesen Hai. Wir bräuchten einen Haiköder, damit wir ein bisschen tauchen können. Ja, aber da haben wir aber nichts, keinen Fisch für, ne? Oder? Jo, muss man noch ein bisschen angeln. So ein richtiger Anker, den man wiederverwenden kann, da brauchen wir Metallbarren und auch Scharnier. Ja, und dazu mussten wir einen Köder haben, damit wir unten das Eisen und so. Scharnier ist unser Fluch, glaube ich. Ja, wir brauchen Eisen, wir müssen tauchen. Einen rohen Hering. Oh, jetzt frisst uns hier schon wieder diese... Zwei. Drecksvieh, die hat uns eine Kartoffel weggefressen. Hering, diese Flower sammle ich jetzt nicht mehr, ne, zum Färben gerade. Nee. Oh, wann ist... Hier, Haiköder herstellen. So, ich habe einen Haiköder. Und ich habe einen Anker. Soll ich den Anker erstmal setzen? Nee, warte mal. Hai. Lass mal versuchen, noch weiter... Na, höher irgendwie. Da hoch müsste kommen.
Der eine versucht hochzukommen, der andere runter. Nee, pass mal auf, wollen wir denn... Mach den Anker noch nicht. Wir versuchen gleich nochmal mit dem Paddel ein bisschen weiter in die Richtung und dann baue ich da einfach... Ich versuche mal nach rechts, nach links ein bisschen um die Insel rumzurudern, aber das wird nicht, oder? Doch. Ups. Doch, hat gut geklappt. War nicht schlecht. Noch ein Stück weiter. Ja, ich versuch's. Und dann den Anker werfen. So. Ja. Ich hab den Anker aber nicht. Jetzt den Anker werfen. Mene, ganz gut. Anker? Bin gar nicht auf dem Boot. Ja, dann komm runter. Was? Wir treiben jetzt weg. Paddel mal in Richtung Insel. Das ist schlecht. Okay, ich bin bereit für den Anker. Ich setz den schon mal. Nee, nein. Jetzt nicht. Ich muss den schon mal setzen. Mädels, soll ich noch weiter um die Insel rum oder wie? Nein, wir müssen ja hier hin, an das Stück davon. Also wieder zurück. Zurück. Müssen wir, glaube ich, auch mal schnell so ein Paddel wieder bauen. So, sag Bescheid. Ich muss noch weiter. Ja, weiter. Weiter. Warte mal, ich setz mal das Segel auch ein bisschen. Tut sich da was oder nicht? Ich sehe bloß blau. Warte. Paddel mal gerade mit. Was denn jetzt? Oh, schon wieder Hunger. Das gibt's doch gar nicht. Ich glaube, jetzt kann man mal einen Anker setzen. Anker? Moment. Nee, jetzt. Alter. Ja, es ist doch gut. Du bist ja nicht bereit, dieser Kerl. Ich bin doch bereit. Ich hab grad gesagt, ich muss was essen. Jetzt sind wir aber ganz schön abgetrieben, ey. Ja, aber jetzt passt. Ja? Wenn jetzt ein Anker da ist. Der Anker ist da. Wir dürften eigentlich... kann ja das Segel auch nochmal. Oh, das blöde Möwenvieh hier. So, dann versuche ich mal. Geh mal da runter, Zwiebel. Oh, ich muss erstmal was essen. Ich habe Hunger. Ja, die Möwe geht ja mal richtig auf den Zünder, ey. Ja, ich habe mich auch tierischen Hunger. In der Insel wahrscheinlich. Das ist natürlich nicht gut. Ja. So, dann gehe ich mal wieder runter tauchen, aber der blöde Hai ist da drüben. Ich habe den Haiköder gebaut. Kommst du da rüber, Brilli? Nee, wa? Nein, noch nicht. So, Haiköder ist gesetzt. Okay. Oh, ich bin hier oben. Sauber. Hast du eine Axt dabei? Eine Crate, glaube ich. Das klingt nach Hai, wo ist der? Achso, der frisst den Köder, alles klar. Also die Sauerstoffflasche ist schon cool, aber so mega viel bringt sie auch nicht. Hast du die gebaut oder was? Ja klar, wolltest du ja mal testen. Ja klar. Oh hier, Eisen. Oh, das schaffe ich noch, bevor ich sterbe. Wir haben einen Hinge, wir haben Metal Ohr, wir haben Bolt. Das ist schon mal gut. Wo hast du das jetzt her? Ja, hier oben. Hier war eine Crate. Ah, siehst du? Da liegen. Da habe ich ja gedacht. Je höher man kommt, desto besser ist es. Oh, eine Riesenmuschel. Geil. Füllt sich. Ah, die Sauerstoffflasche füllt sich auch wieder mit Sauerstoff, wenn man auftaucht. Das ist gut. Ich habe nämlich zwei Eisenerz schon ertaucht jetzt. Ach, fuck. Die kann ich gar nicht aufheben. Mist. Oh, hier ist ganz viel Eisenerz, Freunde. Nee, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, Kupfer. Ja, das ist Kupfer. La Folga ist zu Ende. Haust du ab? Wer war denn? Ich, oder? Nee, ich. Okay. Kann ich noch kurz zu Ende den Tauchgang zu Ende machen? Weil es ist mit der Sauerstoffflasche ist echt nice. Ja, ich muss hier auch das noch gerade zu Ende machen. Also hier mit dem... Ich habe keine Ahnung, warum die blöde... Ah, weißt du warum? Die Vogelscheuche ist kaputt. Aua. Der Hai. Warum frisst denn der nicht den Köder? Ist kein Köder mehr da, oder was? Die Vogelscheuche ist kaputt. Die hat keinen Kopf mehr. Muss man nicht mal reparieren. Und deswegen kommt dann nämlich ständig die blöde Möwe hier wieder angeschissen. Jetzt Brand habe ich schon wieder. Oh. Boah, wo war die denn? Da. So, neue Vogelscheuche. Sauber. Kommt noch mal jemand mittauchen? Oder kümmert sich jemand nochmal um Haiköder, damit ich ungestört in die Tiefe.
Ich würde sagen, wir machen die Folge noch zu Ende. Oder ja. Oder? Ah, okay. Wir bleiben einfach hier, wir bleiben einfach hier liegen. Ich habe jetzt mal einen nassen Ziegel gebaut. Ja. Einfach irgendwie wie beim Bauen. Ja, ich lege ihn jetzt hier einfach mal hin, ja. Ach, der blöde Mann. Hau doch ab, du Mistkrepel. Da ist schon was drin. Ja, Leute, das war's für heute. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen. Wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Hier bei Total Verrafft. Mit an meiner Seite waren wie immer der gute Mene und der gute Zwiebelpeter. Hallo. Hallo, genau. Ja, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.